Und da sind wir wieder back to the game. Lalilu, Vollbild, let's go. So. Ich mache erstmal die Sachen, die ganz klar gerollt sind. Also die wir definitiv abbauenderweise abbauen halt. So. Ja, ich weiß, die Dinger bauen wir auch ab, aber das ist mir jetzt auch gerade noch zu speziell. Das lasse ich auch erstmal außen vor. Sand haben wir auch wieder, ne? Also Sand würde ich auch lieber eher eine eigene Kiste mitmachen. Ich pack's trotzdem, ich nehm's trotzdem schon mal mit. Die Tiere draußen, die gehen mal zu hart auf den Sack. Okay, oh, bei der Welt schon wieder dunkel. Beginnen wir die Folge also wieder mit einem wunderschönen Schläfchen. Gute Nacht. Ich habe ab und zu so extremen CPU-Ausschlag. Ach so, ist, wenn ich laufe. Klar, weil dann sehr viel Bewegung im Bild ist. Ja, okay, nevermind. Dann ist ja alles in Ordnung. Genau. Immer dann, wenn ich viel laufe, habe ich auch hohe CPU-Auslastung. Klar. Ist ja völlig normal. Der muss ja auch, ne, bewegt sich ja auch viel, viel im Bild. Und wenn ich einfach nur stehe, dann habe ich eine CPU-Auslastung von nix. Dann habe ich eine CPU-Auslastung von 10%, 10 bis 14%. Naja. Habe ich gerade gewundert, wo die ganzen Spikes herkommen, aber eben die Spikes sind immer dann, wenn ich gerade laufe. So, jetzt wird's spannend. Nee, hier gar nicht. Hier wird es jetzt richtig spannend. Hier kommt wahrscheinlich, wenn ich alle 8 Kisten voll mit Cobblestone mache. Einfach so, what? Dazu ist es die oberen 8 Kisten. Die werde ich wahrscheinlich voll mit Cobblestone machen. Hier werde ich die Kisten wahrscheinlich die linken Beine mit Erde und die rechten Beine mit Gravel. Weil es werden auf jeden Fall jeweils mehr als eine Doppelkiste im Laufe der Zeit zusammenkommen, keine Frage. So, das heißt, ich habe die 4 Kisten hier für alles mögliche andere, beziehungsweise ich kann eigentlich die 8 für alles mögliche andere benutzen. Dazu zählt zum Beispiel, dass ich hier mal reinklatsche, das hier. Das hier. Ach nee, halt, das sieht jetzt farblich. Das sieht gar nicht so geil aus. Ich würde es farblich lieber eher so machen. So, und dann kommt in die Mitte nehme ich das weiße Diorit. Also, war gerade komisch betont, das weiße Diorit. Also das ist ja kein. Warum ist die deutsche Sprache so behindert? Wenn ich sage, das weiße Diorit, da kommen garantiert in den Kommentaren, hä, wie weißes Diorit? Gibt es also auch blaues und rotes? Das ist aber kein Diorit. Ja, nee, also hier kommt auf jeden Fall das weiße Zeug rein, was in dem Fall Diorit ist. Hier kommt das rote Zeug rein, was in dem Fall Granit ist. Und da das blaue, ne, das, was wir hier, ne, so von rot nach über weiß zu blau. Und nicht dann rot und dann blau und dann kommt erst weiß und dann sieht es komisch aus, weil dann sieht es aus wie irgendeine Flagge. Gut, so kann man auch, so gibt es gerade auch irgendeine Flagge, die diese Farbkonstellation hat. Gibt es Schwarz-Rot-Gold? Obwohl, nee. Also wenn ich irgendwas mit Flaggen mache, ja, dann mache ich sowas wie zum Beispiel, weiß nicht. Nein, das ist das Falsche. Also wenn ich jetzt hier was mache, dann erstens richtig, ja, und dann würde es wahrscheinlich eher auf sowas hinauslaufen wie zum Beispiel. Ja, ihr wisst doch alle schon, was ich mache. Also, jetzt tut man nicht so, als wenn ihr nicht wüsstet, was jetzt kommt. So ungefähr, und dann kann man hier, ich würde sogar die hier wegnehmen. Wird es denn zu groß? Ich glaube ja. Mit 6 Höhe ist halt scheiße. Ich mach's mal trotzdem. Nee, so sieht auch kacke aus. Oh, ich mache am besten so hier. Sieht zwar auch total behindert aus, aber sieht dennoch am besten aus. So. Ah, das wäre dann ungefähr bei mir dann wahrscheinlich dann eher sowas. So eine Flagge würde ich dann eher machen, ja.
Ah, jetzt halt mit dem Seitenverhältnis hier total behindert, weil es halt in der Breite eine ungerade Zahl ist. Weißt du was? Machen wir es einfach so. Voilà, ist einfach die Reihe frei. Easy. Das ist eine Flagge. Easy. Ich weiß, der rote Punkt in der Mitte ist ein bisschen zu groß. Das wären eigentlich vom Verhältnis her, müsste hier ein halber Weiß, aber mit 6 Höhe, entweder ist der rote Punkt zu groß oder zu klein. Und wer nicht weiß, was das für eine Flagge ist, der guckt meine Let's Plays nicht lange genug. Sorry, aber ich gehe bei meinem Publikum davon aus, dass es weiß, was das ist. Nein, es ist nicht die russische Flagge, ihr Deppen. Russland ist doch nicht überall. So, jetzt die Frage. Schnee hat erstmal gar nichts zu suchen. Genau, hier kommt auf jeden Fall der ganze kleine Radatsch rein. Dann würde ich nämlich hier zum Beispiel schon mal einfach mal Sand drin machen. Da werden wir vielleicht auch. Nee, wenn wir nicht. Nee. Warum sollten wir so viel Sand? Obwohl, doch, kann durchaus sein. Nee, unterirdisch. Wenn wir unterirdisch buddeln, dann haben wir nur Dirt. Also so eine, diese Dirtblasen, die ab und zu mal vorkommen. Da kommen wir wo man einfach so ein ganzes Gebiet mit Gravel oder mit Dirt hat. Aber da kommt kein Zuckersand. Ne? Das heißt, Zuckersand bekommen wir eigentlich nur, wenn wir wirklich aktiv und von Strand abbauen. Das heißt, da reichen 2 Reihen vollkommen aus. Das heißt, da können wir denn zum Beispiel sowas hier rein machen. Das machen wir ja manuell, sag ich mal. Und den Obsidian würde ich gerne woanders hinklatschen. Boah, ich muss jetzt mal Überblick bekommen, was wir überhaupt alles haben. Was? Ich habe beim Laufen Punkte bekommen? Was ist da los? So, ich würde gerne erstmal das hier alles raus haben. Damit ich weiß, was da noch alles kommt und wie ich das am dümmsten fabriziere. Alter, wir haben halt so viel Dirt, Alter. Ja, doch. Oh, passt gar nicht alles rein. So, haben wir hier noch was? Ja, wir haben ja auch noch was. Ah, ja, das ist so scheiße. Also, die 4 Kisten hier oben ist auf jeden Fall Dirt. Und hier mache ich doch erstmal so, dass ich hier immer 2 Doppelkisten jeweils mit Gravel klatsche. Was? Wow. Ich möchte sterben. Wow, ich möchte sterben. Weg. So. Da. Ist die erste Doppelkiste schon fast voll. Zu einem Drittel schon gefüllt, ja. Und wir haben gerade mal ein bisschen unterirdische Arbeiten gemacht. Also, ich halte das alles so schnell füllen. Nee, genau, hier soll Dirt rein. Eben hier oben kommt der Cobblestone rein. Warum haben wir so wenig Cobblestone gerade mal? Waren wir noch gar nicht so viel aktiv unterirdisch? Stimmt, wir haben bisher nur bereits vorhandene Hüllen erforscht. Wir haben selber noch gar nicht so viel gegraben. Okay. Ja, das erklärt natürlich einiges. Also, das bisschen Cobblestone, was wir haben, reicht da gerade mal hier als Platzhalter. Das war natürlich schlecht. Ja, schon ist der Cobble fast weg. Haben wir kaum noch was zum Bauen. Heuiuiui. Das ist ja nicht so geil. Halt. So, kommen natürlich in die erste Kiste. So. Oh ja, 1,5-6 haben wir jetzt so wieder. Muss reichen. By the way, du warst da. Kommst du da mit rein. So, dann kommt hier unten jetzt noch Dirt rein. Mache ich mal erstmal die Kiste.
Klappe. So, holen wir mal den restlichen Dirt. Wo denn? Wobei ich auch gerade eh kein Schwert dabei, ne? Wäre also relativ dumm, jetzt auf Konfrontationskurs mit irgendwelchen Viechern zu gehen. Ha! So. Alter, das geht auch schon. Ist da eine Höhle? Aber. Ah, tatsächlich da. Haha. Ausgeätscht. Der geht mir schon ein bisschen hart auf den Sack, ne? Wow. Wow. Ich möchte sterben. Brapp. Das ist viel laut, Alter. Der kommt gleich ein Schwert und erlegt das Ding wie ein Filet. So, hier. Nein. Jetzt ist das Ding noch laut. Halt, na da. So, hier kommt jetzt erstmal. Brr, 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 brr. Oh, halt. Brr, brr, brr. Scheiß dich mal dann. Stay alive, stay alive. So. Alles richtig? Ist doch egal. So. Perfekt. Gut, dann haben wir also die Reihe schon mal fertig mit dem ganzen wirklich Geröll. Und hier müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das am dümmsten machen. Da haben wir eine Ordnung, hier haben wir eine Ordnung. Weißt du was, fuck it. Von Schnee werden wir wahrscheinlich zwar nicht mehr so viel bekommen. Aber let's do it. So, und den ganzen Scheiß, den, sowas hier, mach ich erstmal hier rein. Okay. So. Werkzeugkiste. Wir müssen mal da oben ein bisschen. Who the fuck are you? And where the hell do you go? Hello? Ah, da war er. Danke. So, jetzt wird's auch geklärt. Also, okay, ein bisschen was essen hier. So. Perfekt. Just perfect. So, damit haben wir es endlich tatsächlich ein bisschen Ordnung. Und hier oben sind jetzt erstmal alle Kisten leer. Hier können wir dann, wie gesagt, ein bisschen Sachen. Oh, ja, nee, das hat ja gut funktioniert. Wie gesagt, ein paar Sachen können wir hier oben immer lagern, sodass wir zum Beispiel immer ein bisschen was zum Essen hier drin haben. Aber so im Großen und Ganzen, ist klar. So, hier erstmal, komm, einfach alles erstmal hier rein. Hier müssen wir noch gucken, wie viel wir später aufteilen, je nachdem von Wasser, wie schnell wie viel bekommen. Weil hiervon können wir zum Beispiel noch relativ schnell sehr viel bekommen. Das heißt, das könnte man in der extra Kiste machen. Aber ich weiß halt nicht, was jetzt hier wie eskalieren wird. Von daher lassen wir das erstmal so unangetastet und alles beisammen. Und jetzt muss ich mal kurz. Komm, wir machen ganz ehrlich, machen wir erstmal die Felder. Jetzt, wo wir ganz viel Platz haben, können wir ganz viel. Wow. The fuck? Habe ich gerade auf das Pferd mit rechts geklickt oder was? Ja, wahrscheinlich. Los, lauf du Stute. Lauf doch. 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 Lauf doch
vergessen. Sehr beruhigend. Doink. Nein, nicht ins Wasser. Ins Wasser, Alter. Ist doch kein Reis. Alter, ist das laut, by the way. Hier was war von was, was haben wir eigentlich? Komm, hiervon können wir uns eigentlich gleich mal direkt eine paar nehmen. Wir haben hier Hunger. Ist doch, warum kann man im, also schneller? Du musst helfen. Oh, schnell essen, sag mal, du Hassard. Mann, das wird ja aber ewig, ey. Holy moly. Meine Fresse. Heißt, ich würde mir einfach so eine ganze Hand voll und einfach direkt in den Mund so. Und der ist also hier die Beere so einzeln. Ja, das schmeckt relativ geil. Ja, die schmeckt ja auch sehr gut. Ja, ne, da ist ein bisschen sauer gewesen. Die war nicht so ganz so von guten Eltern gewesen. Deliziös. What the fuck? So, let's go. Ganz schön dunkel, by the way. Wie geht man pennen? Hey, los, hoch. Ach ja, siehst du, müssen wir auch noch machen. Hier, Kakao, der wichtigste ever. Gibt's hier Kaffee? Nee, ne, Kaffee gibt's hier keinen. Schade eigentlich. Was? Wie? Ah. So. Let's go! Doink. Boah, hat gerade für eine Reihe gereicht. Ha, geil! So, du kannst weg, dafür kommst du nach da, du kannst da, du kannst. Oh, nein, du kannst weg, wie hoch, da. Du kommst du nach da, und was brauchen wir noch? Das brauchen wir, das kann auch weg, okay. Hier machen wir Kartoffeln hin. Ach ja, ganz neues Kartoffeln machen am meisten Spaß.
Wie ist das eigentlich, wenn wir jetzt hier die. Achso, haben wir auch wieder nur hier Vergiftungswahrscheinlichkeit. Da werden wir also dann wahrscheinlich auch wieder keinen Schaden bekommen, ne? Obwohl, es ist halt die Frage, ob nur die dieses verrottete Fleisch an sich halt fehlerhaft programmiert ist, dass sie halt einem keine Vergiftung gibt, oder ob die Vergiftung als solches fehlerhaft implementiert ist, dass wenn man vergiftet ist, man einfach keinen Schaden bekommt. Weil man ja doch, eben, man wird ja vergiftet, weil die Kauleiste und die wird ja grün. Und das heißt nicht, dass man jetzt Biosprit getankt hat, sondern dass man halt vergiftet ist. Und dementsprechend heißt also, dass er schon erkennt, dass man vergiftet ist, aber die Vergiftung an sich macht halt einfach nichts. Dementsprechend sollte diese giftige Kartoffel auch keinen Schaden anrichten, ne? Wir rennen mal ein bisschen. Wir Hunger bekommen hier und dann snacken wir die mal weg hier. Wow, da ist man halt, da wird es halt nicht mehr grün. Weil plus 60% Wahrscheinlichkeit, ne? Da müssen wir ein paar mehr essen, damit wir da aufeinander kommen. So, alles grün. Alles fertig, meine ich doch. Wie immer alles rumfliegt, Alter. Weißt du, das, ich meine, welcher Mensch, ich meine, wenn man so die Sachen nimmt, ja, ich meine, man nimmt ja die, man reißt das ja ab und steckt sich das dann irgendwie in den Ranzen oder in die Tasche oder was auch immer. Aber wer reißt das so ab und schmeißt das denn so hinter sich so? Das macht doch keine Sau. Dass hier alles rumfliegt. Ich meine, wenn man hier so Sachen abbaut, wie Erde, ist klar, ne? Die schüttet man halt erstmal weg. Ha? Aber wenn man sowas hier abbaut, dann schmeißt man die Sachen doch nicht weg. Dann kommen die eigentlich doch direkt ins Inventar. Ich meine, gut, wahrscheinlich wollen die einfach nur nicht halt hier, ne? Also ist eigentlich, wenn man irgendwas abbaut, landet es halt immer erstmal als Drop-Item. Aber naja, Sinn macht das eher weniger. So, das alles war hier, nein, hier, nein, da, genau, nein, da, ja, nein, anders, ah, da, nein, ah, ja, doch, stimmt, wir hatten ja für jedes eine einzelne Kiste gemacht, in unserem jugendlichen Leichtsinn. Die Frage ist, was machen wir mit den ganzen Saplings? Warum habe ich hier noch Karotten in der Hand? Was mache ich denn hier? Ich habe noch Karotten in der Hand, ich habe noch Kartoffeln in der Hand. So, wir könnten das Zeug hier könnten wir eigentlich bei Gartenarbeit mit hinschleppen, ne? Also zum Beispiel, wo sind die ganzen Blumen da? Ne, hier zum Beispiel. Das sind die gebratenen Kartoffeln. Ja, schon am ehesten hier, ne? Also let's go. Hat wir nicht zwei Stacks gehabt? Oder waren es beides angefangene Stacks? Kann sogar sein. Ja. Cool. Endlich mal wieder ein bisschen Gartenarbeit. Geil. Nee, ich meine, so im echten Leben mag keiner Gartenarbeit, aber so in-game, das bricht doch der Welt einfach. Wir könnten noch mal ein paar Melonen. Nee, komm, ganz ehrlich. So, die könnten wir eigentlich wieder abbauen. Oder lassen wir die hier gleich stehen? Die könnten wir höchstens in den Keller bringen, aber da wäre dann die Frage, wenn hier, dann wo? Weil hier ist das halt alles voll mit Kisten. So. Und einfach so einen Weg stellen ist halt auch dumm. Ich meine, man könnte es jetzt so richtig krass genial machen und die quasi in die Wand einlassen, dass man die ab und zu hier so in der Wand einfach die beiden Steine rausnimmt und dafür zwei Öfen einsetzt. Ne, so. Aber... Ja, wäre dann wieder die Frage, an welchen Stellen wäre das halt von der... Ne, weil hier zum Beispiel kann man es halt nirgendwo machen, weil das würde dann hier überall aussehen wie reingequetscht. So mal hier an den Seiten geht sowieso nicht, weil sonst sieht man auf der anderen Seite dann nur die Rückseite. Also geht es ja wirklich nur an wirklich gemauerten Wänden, so wie an dieser Position hier. Da könnte man sowas machen. Ne, ich glaube, ich lasse sie erstmal hier oben stehen. So wirken sie wenigstens auch gleich so als Hausheizung quasi. Ja.
Quasimodo. Ja, weiß ich nicht. Sieht zuerst mal cool aus. Hier sieht es noch ein bisschen sehr zusammengeschustert aus. Also die Reihe hier. Muss mal gucken, ob man das irgendwie schöner designt. Am besten die ganzen Dinge einfach an die Decke klatschen. Denn sieht sie keiner mehr. Ach, schon zu hoch wie die Decke ist, sieht man wirklich nicht mehr. Ne? Weil hier hat man das Ding im Weg. Und wenn man weiter reingeht, sieht man die Decke auch nicht mehr. Die Decke ist immer unsichtbar. Wow. Da können wir geheime Pornos anhängen. Krass korrekt. So, hier ist alles leer, ne? Ja. Okay, dann muss ich mal sagen, dann soll es das mit der Folge auch gewesen sein. Jetzt ist es ein bisschen kürzer, ist egal. Dann mache ich für heute Feierabend, endlich. Und morgen werde ich dann, also ab der nächsten Folge, wenn wir dann mal das Dach in Angriff nehmen, damit wir da nicht mehr diese wunderschöne Konstruktion machen haben müssen. Und die Fackeln hier auf dem Boden. Weil so wäre geil, Fackeln zu benutzen, wenn das gesamte Haus aus Holz ist. Ha. Aber gut. Ja. Keller ist aber recht geil geworden. Wie gesagt, wäre vielleicht schöner, wenn es alles Dwarver sind. Vielleicht installiere ich auch die Dwarver-Mod wieder. Aber, hat irgendwie was von einem Weinkeller, ne? So irgendwie erinnert einen das schon so ein bisschen an Weinkeller. Also nicht, dass jetzt der Keller zum Weinen wäre, aber irgendwie schon. So, das Ding hier war ein kompletter Reinfall, weil die andere Seite immer zerstört wird. Danke dafür. Olaf Scholz. Ja. Okay. Dann machen wir an der Stelle Feierabend und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns jetzt zur nächsten Folge wieder. Wenn es dann an die Dacharbeiten geht. Oder wir finden irgendwas anderes. Mal gucken. Ja. Das dazu. Genau. Bis dann.